Ja, guten Morgen aus Mölln. Ich befinde mich hier am Lütauer See. Hier ist so ein kleiner Badesteg. Könnt ihr da so erahnen. Den habe ich letztens auf Instagram gefunden. Durch die Instagram-Seite dieses Kreises hier, irgendwie Kreisherzogtum Lauenburg oder so. Und da wurde ein Bild von einem anderen Fotografen geteilt. Und da dachte ich, hey, den kennst du doch gar nicht. Und nochmal, hey, das passt zufällig sehr gut mit der Sonnenaufgangsrichtung. Also bin ich heute Morgen schnell mal hierher. Heute ist Sonntag. Und ja, ich glaube, ich muss hier gleich mal ein bisschen klar Schiff machen. Da drüben fand wohl gestern Abend noch eine schöne Corona-Party statt. Und ja, hier liegen natürlich auch so ein paar Scherben rum. Und ja, ich glaube, die, bevor ich die weg mit Photoshop wegmache, muss ich mal ein paar wegräumen. Ich habe hier so ein bisschen Zeug gefunden, das schmeiße ich jetzt gleich mal in die Mülltonne und ich habe sogar 1 Euro gefunden. Da kann der Schweighofer einpacken, würde ich mal sagen. Übrigens, ich habe auf der Kamera, die mich jetzt gerade filmt, ein neues Objektiv drauf. Und zwar ist es das 16mm 1.4 von Sigma und ich hoffe, ihr habt eben ein bisschen was bemerkt, so dass die Qualität im Lowlight-Bereich doch ein bisschen besser sein dürfte. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob euch das aufgefallen ist und ob euch das besser gefällt. Ich muss ja so ein bisschen Freude dran haben, dass sich der Kauf auch belohnt hat, ne? So. Wie ihr gerade seht, habe ich jetzt meine Fernauslösertasche hier wieder ran gemacht. Nicht aus ganz gutem Grund natürlich. Ich habe letztens, als ich beim Wasserfall an der Nordsee war, verlinke ich euch, hatte ich den noch nicht drauf. Ich dachte, oh, neues Stativ. Ich wollte mir das Stativ irgendwie nicht mit der Tasche versauen. Ja, was ist? Fernauslöser fällt natürlich wieder ins Wasser. Und ja, der war dann auch wirklich hinüber, also da war richtig eine schöne Kruste drin, es war halt schönes Salzwasser und ja, da war nichts mehr zu machen, also habe ich den jetzt ein drittes Mal gekauft und ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal. Na? Mein Kumpel Daniel, der war letztens ja auch mit mir da, der hat da übrigens auch einen Fernauslöser versenkt. Also so ist es nicht. Das scheint ganz normal zu sein. Ja, das sieht da schon mal nicht schlecht aus. Da drüben haben wir so leicht Färbung im Himmel. Ich muss jetzt natürlich hier irgendwie einen Verlauf rüberlegen, damit ich den dunklen Vordergrund doch ein bisschen aufhellen kann. Und ja, ich werde es wohl mal als erstes mit einem 09 Medium probieren. So, blöde Funzel kann auch runter. Erstmal. Und den muss ich jetzt ein bisschen schräg. Ja. Ich bin noch nicht so ganz mittig, würde ich mal sagen. Und ja, ich glaube eher, da muss was Hartes her. So,
09 Hart. Jawohl, das sieht doch schon ganz gut aus. Sekunden, Blende 9, 09 Hart. Leute, guckt euch das da an, das Feuerwerk da oben. Ja, ich bin jetzt noch mal ein bisschen hoch ins Hochkant gegangen, aber nee, da muss ich sagen, das wirkt eigentlich überhaupt nicht. Ich mach's mal, aber das sieht nicht so besonders gut aus, wenn wir sagen. So, Fokus mache ich mal da hinten auf den Steg, auf das Stegende. Blende 10, 3,2 Sekunden und 109 Hart. Aber nicht schlecht. Es könnte eventuell was für ein Reverse werden. Mal sehen. Eben hatte ich so ein bisschen am über den Wolken ein bisschen hell. Ah, es ist immer noch ein bisschen hell. Also machen wir mal, ja, machen wir mal Blende 13 und dann jo, das sieht gut aus. Ach, ich weiß nicht. Letztendlich bin ich mit den Bildern nicht so ganz zufrieden, wie eigentlich gedacht. Der Himmel ist super, ist gar keine Frage. Aber ich denke, ich hätte weiter nach vorn gehen sollen, um die Plattform etwas präsenter zu machen. Aber ich glaube, das, was mich am meisten stört, ist die recht dunkle Mitte des Bildes. Das wäre kaum vermeidbar gewesen. Das ist einfach ein Problem der Location. Dadurch, dass die Bäume auf dem anderen Ufer gerade mal 150 Meter entfernt sind, werden die Bäume halt relativ groß und auch die Reflexion. Ja, und wenn ich weiter vorne gewesen wäre, dann hätte das auch den Vorteil gehabt, dass ich hinter der Badeplattform noch eine schöne Spiegelung vom Himmel gehabt hätte. Das hätte den Steg etwas besser von dem Hintergrund, also von den schwarzen Bäumen, separiert. Und jetzt habe ich eigentlich einen direkten Übergang vom Steg in die Bäume, was dem Bild nicht ganz so gut tut, finde ich. Ja, eben war hier doch tatsächlich einer hinten und hat
die Pfandflaschen aufgesammelt. Also Hut ab. Damit ist der Glaube an die Menschheit wiederhergestellt. Allerdings Scherben hätte er trotzdem wegräumen können. Ja, das schöne Licht ist schon fast vorbei. Also ich habe jetzt hier mal so, wie viele Schüsse habe ich denn heute überhaupt gemacht? Oh, 20 Bilder. Gar nicht so viel, ne? Ja, ich glaube, das war's schon wieder. Ne? Das sollte man sehen, wann ist überhaupt Sonnenaufgang? Guck mal, Sonnenaufgang ist in 7 Minuten. Und ich habe eigentlich quasi jetzt schon wieder Feierabend. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dann bin ich ja mal heute mal wieder richtig früh zu Hause und habe mal wieder ein neues Video zu schneiden. Übrigens hat echt Spaß gemacht letztens auf dem neuen iMac das Video zu schneiden. Also das geht ja sowas von butterweich. Das ist ja der Hammer. Also ja, so viel dazu. Ein bisschen angeben, ne? Ja, einige hatten ja noch mal gefragt oder hatten mitbekommen, dass ich beim Bastian Werner diesen Online-Workshop mitgemacht habe. Ne? Also Wettervorhersage für Fotografie oder für Fotografen. Und was ich davon so halte. Also ich muss sagen, ja, hat sich gelohnt. Es wird doch ein bisschen besser erklärt an sehr vielen Fallbeispielen. Er hat sich da so ganz bestimmte Tage immer ausgesucht, wo er mal unterwegs war und zeigt dazu die Wetterkarten und was am Ende so bei rauskommen könnte. Und das ist eigentlich, hat er wirklich sehr gut erklärt, das Ganze, man arbeitet eigentlich nur mit der Webseite Kachelmann Wetter. Also wir brauchen keine weiteren Apps, wir brauchen eigentlich keine weiteren Webseiten. Das finde ich wirklich cool und ja, ich gucke jetzt eigentlich jeden Abend so, wie sieht es denn nächsten Morgen mit Nebel aus, ne? Worauf muss ich denn achten, er wird erklärt, was sind die Voraussetzungen für Nebel, ne? Also es sollte kein Wind sein und die Luftfeuchtigkeit müsste einen bestimmten Wert mindestens haben, sage ich jetzt natürlich nicht, damit ihr schön fleißig den Workshop bucht und na, wie man Morgenrot voraussagen kann und seht ihr ja, hat heute auch ganz gut geklappt. Ne? Obwohl das jetzt in der Karte noch nicht so einleuchtend aussah, aber trotzdem denke ich, hat es heute ja ganz gut hingehauen. Ja, ich habe jetzt mein Motiv im Kasten und bin doch sehr zufrieden damit und sag mal so, ich glaube die 100 Euro waren sehr gut investiertes Geld. Und ich verlinke euch mal die Webseite von Bastian Werner zusammen mit dem Workshop unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Bock habt, bucht ruhig einen Workshop. Es gibt, glaube ich, im November noch einen. Ich verdiene übrigens gar nichts daran. Ne? Also, nö, ich wollte eigentlich nur mal so eine Empfehlung aussprechen für diesen Workshop und sag mal, solltet ihr definitiv machen. Wenn der Workshop vorbei ist, das sind ja 2 Abende, à 3 Stunden, ja, da braucht man ein bisschen Sitzfleisch, das ist schon richtig. Aber ihr bekommt danach eine PowerPoint-Präsentation, die er auch benutzt, um seine Sachen zu erklären. Genau die PowerPoint-Präsentation bekommt ihr. Und danach bekommt ihr noch Videoaufzeichnungen von den jeweiligen Abenden. Ne? Also die könnt ihr euch dann runterladen und jederzeit nochmal angucken. Und das ist natürlich eine feine Sache. Bevor jetzt einer fragt, ey Dennis, komm, schieb mal rüber die Videodateien. Nee, ist nicht. Da sorgt er schon dafür. Das Ganze ist kopiergeschützt und da sind irgendwelche QR-Codes, die man nicht sehen kann. Und das würde ich auch überhaupt nicht tun. Das wäre absolut unfair. Er verdient da gutes Geld bei, weil er gibt sich auch wirklich Mühe. Also, ne? 2 Abende, 3 Stunden sich den Mund vorsichtig sabbeln, also das muss auch wirklich gut honoriert werden, finde ich. Und 100 Euro, das ist nun wirklich nicht die Welt, Leute. Ne? Ja, ich denke mal, das war's für heute hier. Da der Himmel ist jetzt eigentlich schon unspektakulär geworden und deswegen kann ich jetzt einpacken. Und dann geht's ab nach Haus, Video schneiden, Bilder bearbeiten.
Ja, Leute, das war's hier aus Mölln. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unten links einen Daumen nach oben lasst. Vielleicht auch Bock habt, einen Kommentar da zu lassen. Ja, und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren. Und ja, falls ihr noch Lust habt, mir irgendwie was Gutes zu tun, wenn ihr mich unterstützen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Amazon-Link, das ihr als Lesezeichen setzen könnt. Und wenn ihr Amazon darüber immer aufruft und ihr was kauft, bekomme ich eine Provision. Ihr zahlt dadurch aber nicht mehr. Und ganz aktuell hatte ich ganz vergessen, ganz unten, ich glaube, das ist der allerletzte Link, ich habe einen Poster-Shop, den habe ich schon so lange, den habe ich irgendwie nie verlinkt. Und da sind so ein paar ausgesuchte Bilder, die ihr käuflich erwerben könnt und euch an die Wand nageln könnt. Ja, falls ihr Bock habt, schaut da doch mal rein. Ja, gut, das war's denn hier vom Lütauer See. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss, euer Dennis.